Hab ich gesehen, ihr Wilder. Stylus oder Kicker, da haben wir noch drunter geschrieben, minus 20% FPS. Ja, es kommt auf das System drauf an. Wenn du so schon am Limit bist, ist es nicht zu empfehlen, weil es dann Leistung zieht, aber sonst geht's irgendwie. Ich höre die ganze Zeit einen Steppen, aber... Ja, das war mein Start in die neue Season. Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone 2 Video. Ja, Season 4 kam gestern raus, es gab einige neue Änderungen, auch wichtige Änderungen. Mit dem Update kamen einige wichtige Änderungen, wie zum Beispiel auch ganz wichtig, dass die Time to Kill auf 150 erhöht wurde, was dafür sorgt, dass wenn man fullplated ist, man deutlich mehr Leben hat, man deutlich länger lebt und man dementsprechend auch so ein bisschen überleben kann. Dazu gab es wie immer einen neuen Battle Pass mit neuen Waffen, der ganz okay ist. Abgesehen davon, dass man den Black Cell Battle Pass wirklich nur mit Echtgeld bezahlen kann und sich quasi mit diesem System nicht mehr mit dem Battle Pass, wenn man den durchspielt, den nächsten Battle Pass so halb gratis holen kann. Was ich so ein bisschen schade finde, dazu gibt es auch logischerweise wieder zwei neue DLC-Waffen. Die Tempus Razorback, ein Sturmgewehr und die ISO 45. Zwei Waffen, die gutes Potenzial haben, die wir im heutigen Video auch so ein bisschen getestet haben. Plus dazu am Ende des Videos, am Ende des Gameplays, haben wir eine Waffe zufällig entdeckt. Ja, die auch verbessert wurde, obwohl wirklich niemand danach gefragt hat. Und dann logischerweise gibt es noch eine Sache mit dem Update, und zwar geht es um die neue Map, Wondl. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, speziell über die besten Loadouts jetzt die nächsten Tage, abonniert gerne den Kanal. Ganz wichtig, checkt Twitch ab, da werden wir natürlich auch die nächsten Tage sehr, sehr viel grinden. Lasst ein Follow da und lasst auch gerne unter dem Video ein Fazit da zu eurer ersten Meinung zu der neuen Season. Jetzt gehen wir ins Gameplay mit einer sehr, sehr brutalen Waffe am Ende. Let's go! Wir haben auch direkt die neue ISO am Start. ISO 45 ist ja so eine Mischung aus MW 2019 und aus der UMP 45. Aber so, ich habe die Waffe jetzt schon ein, zwei Mal aufgehoben. Sah ganz vielversprechend aus, kann man sagen. Sah wirklich gar nicht so schlecht aus. Ja, die Kills nehme ich gerne mit. Alles gut. Na. Ah. Okay, wir wissen aber, dass hier jemand ist. Ah. Ja, also die neuen Waffen. Die sehen schon gar nicht so schlecht aus. Bis jetzt nur die Razorback auf Max-Level, aber trotzdem. Diese Kombi sieht wirklich sehr wild aus, tatsächlich. Was ich hier ein bisschen weird finde an der Map, ist, dass du hier wirklich gar nicht hoch kannst. Das triggert mich so ein bisschen. Natürlich, logisch, so, du kannst so steile Dinger in Real Life auch nicht hoch, aber es triggert mich so ein bisschen, dass man da einfach nicht rüber kann. Aber ich habe die Waffe halt wirklich noch nicht wirklich getestet, also beide Waffen. Ich glaube, das Potenzial ist schon da. Die Frage ist halt nur, wie sieht das Ganze so mit Time to Kill und so aus? Wenn die jetzt erhöht worden ist, speziell auch im Ranked-Modus auf Al-Masra, auf große Maps, da könnte es halt auch so ein bisschen schwierig werden, weil Recoil ist, ja, muss man mal gucken so. Wondl ist eine wirklich sehr, sehr nice Map, muss ich sagen, aber ich glaube, es ist, also manche werden sich halt auch da wieder ein bisschen abfacken, weil es ja quasi auch keine Rebirth 2.0 Map ist, die wirklich extrem klein ist, wirklich sehr kompakt ist. Viele natürlich auch nicht, weil es eine gute Map ist, muss man auch dazu sagen. Ich zum Beispiel finde auch, es ist eine wirklich sehr gute Map. Wird, glaube ich, wieder so in die Richtung gehen oft. Aber ich muss sagen, also für mich persönlich ist es eine 8 von 10 Map. So ein, zwei Kleinigkeiten, so die müssten vielleicht noch ein bisschen angepasst werden oder so. Aber sonst eine wirklich sehr, sehr nice Map. Time-to-Kill-Änderung wirklich 10 von 10. Teilweise ist es so ein bisschen ungewohnt, wenn man halt jetzt gegen so diese klassischen Sweater spielt und die halt alle full-stacked in einem Team zusammenspielen. Kann es schwierig werden, das ist klar, weil halt auch das Movement sehr langsam ist. Aber trotzdem Time-to-Kill-Änderung, big win. Was halt echt eigentlich wirklich schade ist, es ist ähnlich wie mit Caldera damals. Caldera am Anfang nicht wirklich gut, muss man sagen. War so ein bisschen weird die ganze Zeit. Aber dann irgendwie jede Season, muss man einfach sagen, wie es ist. Season 4, 5, die letzten Seasons war Caldera wirklich gut, weil jedes Update, was gemacht worden ist, jedes Update, was dazu kommt in Warzone 2,
ist eigentlich ein Win-Update. Ich lass los. Okay. Ich will erstmal hier landen. Nein, ich habe eine Shotgun. Ich werde mich jetzt schon entschuldigen. Bei dem Gegner hier, der hochkommt. Das tut mir doch einfach leid. Ich kann da doch nichts für. Ja, by the way, Shotguns zum Teil auch einfach in den Patch Notes gebufft worden. Auch gute Sache da. Hat es, glaube ich, gebraucht. Kann man schon so sagen. Also das Update, was ich mir gewünscht habe, dass die Shotguns noch ein Stück stärker werden. Das ist wirklich schade. Gut gemacht. Die sitzen halt wirklich an allen Dächern jetzt. Also die Shotgun ist halt auch einfach gut. Ah! Was soll ich sagen? Der hat halt auch Shotgun gespielt. Es ist ja wirklich schade. Ah, das war vielleicht ein bisschen knapp. Vielleicht ein bisschen zu knapp. Aber. Euer Trupp gehört zu den besten Fits. Das verliert an Boden. Das war, glaube ich, nicht so clever, was ich hier mache. Das war, glaube ich, gar nicht clever. Obwohl. Nein, der andere ist hinter mir. Ja, das ist die neue Meta. Das wäre zum Gameplay. Rondell, wirklich sehr, sehr gute Map, muss ich sagen. Tempus Razorback auch ganz gut. So auf Midrange kann man die Waffe wirklich sehr gut spielen. Auch wenn man alle Aufsätze hat, ist es eine wirklich sehr cleane Waffe. ISO 45,
auch stark. Ich glaube, wenn man da mit beiden Waffen so ein bisschen testet, so ein bisschen guckt, was getuned werden muss, wie was getuned wird, könnten beide Waffen tendenziell auch Meta-Waffen werden. Dann haben wir allerdings noch eine Waffe aufgehoben, die ihr sehen konntet. Das war natürlich die KV Broside Feuershotgun. Und diese Waffe ist wirklich komplett broken. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung zu dem Update in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, die nächsten Tage wird einiges an Content kommen. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt... Nein. Wenn ich das überlebe. Dann nur wegen uns. Ich kann über Wasser laufen.